Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Kim Knight. Ich habe schon mal den nächsten Punkt gesetzt für die Befreiung der Feuerwehrmänner oder vom nächsten Feuerwehrmann. Das scheint da hinten jetzt irgendwo zu sein. Ich frage mich, ob wir bei den Flugeinheiten auch wie bei dem Vampir. Dass wir da auch dann irgendwie von einem höheren Punkt draufspringen müssen. Aber ich denke, das kriegen wir vielleicht noch irgendwann gesagt. Wenn es nötig wird. So, sieh mal einer an. Ich dachte, dem geht's nur um Batman. So. Dich kalt zu machen wird ein Riesenspaß, du Pisser. Ja dann. Eins. Zwei. Muss er leider nicht nutzen. Erst boxen wir dich ab, dann gehen wir eine Runde shoppen. Cool. Gehört. Hat selber gehauen. Ja, das Messer kannst du mal wegpacken. Mal weg. Lass mal weg. Das war es dann auch mit dir. Sehr schön. Ich glaube, das lief ganz gut. Ich bin dabei mit unseren Punkten aus. Ich glaube, so langsam haben wir wieder ein bisschen was hier mitgenommen, oder? 5 Stück, guck mal. Können wir jetzt ein bisschen was investieren. Was haben wir da? Ja, bisschen mehr, na, oder die bessere Nachladezeit hätte ich jetzt gerne erstmal. Den Rest holen wir dann vielleicht irgendwann später nochmal. Bin unterwegs. Weiß nicht, was ich sagen soll. Dachte nicht, dass jemand kommt. Hatte seit Wochen ein schlechtes Gefühl, seit das mit den Bränden losging. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hatten es mit einem Serienbrandstifter zu tun. Toll. Es wäre wohl nicht Gotham ohne einen irren Pyromanen auf freiem Fuß, hm? Der Chief sagte immer, wir schaffen das. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nicht nach dem hier. Alles kommt in Ordnung. Im GCPD sind Sie und der Rest Ihres Teams in Sicherheit. Wenn ich lebend aus Gotham rauskomme, kehre ich nicht zurück. Nie mehr. So, hier haben wir jetzt aber halt tatsächlich noch eine ganze Menge. Der nächste wäre... Schwingen wir uns mal. Sieht ihr das mal an? Bomben auf der Straße.
meisten Soldaten auf den Gebäuden. Wo kommen diese Milizen eigentlich her? Ja, wer weiß. Das könnte es sein, oder? Wird da jemand geprügelt? Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis Dent sich blicken lässt. Wollen wir doch mal schauen. Von euch hat Waffen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis du zum großen Hydranten im Himmel gelangst. Keine Munition mehr. Ist ungünstig. Lief gerade gut. Sehr schön. So, der nächste gerettet. Rettetet. Die Stadt ist echt vor die Hunde gegangen. Ich bin es leid. All das hier. Sie müssen ruhig bleiben. So sind Sie keine Hilfe. Es tut mir leid. Es ist nur so viel passiert. Es ist nicht leicht, als wären wir verflucht oder sowas. Ich habe von den vielen Bränden in letzter Zeit gehört. Wurde jemals eine Ursache ermittelt? Nichts Konkretes. In dem Fall haben wir uns im Kreis gedreht. Hey, bei unserem Glück wäre ich nicht überrascht, wenn es der Teufel selbst war. Warten Sie hier. Ein Officer wird Sie gleich abholen. Ja, das passt schon, bis der Teufel mit solchen Nichtigkeiten rumschlägt. Er bitte Genehmigung, die Kerle zu vermöbeln, falls sie wieder aufwachen. Lass ja mal versuchen. Siehst ja, wie das jetzt beim ersten Mal ausgegangen ist. Okay, das wäre der. Dann wäre da oben der nächste. Ja. Happy Hour, sehr schön. Die Hour ist immer gut. Er hat nicht vergessen, was die Fledermaus ihm im Gerichtsgebäude angetan hat. Er will Rache und ich will das sehen. So, schauen wir mal, wo ist denn hier... rumgeballert? Was ich so höre, wird Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. Den Joker getötet zu haben, hat ihn verändert. Will doch. Hier wird einfach nur geplündert. Da, warte mal, da ist noch was. Okay. Ich habe schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. So, gehen wir doch einfach mal da runter. Seid alle unbewaffnet, oder? Herausforderung freigeschaltet. Okay. Weil genug von den großen platt gehauen haben. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gebetet. Hätte wissen müssen, dass du es sein würdest, der mich rettet. Ich brauche Antworten. Wir haben nicht viel Zeit. Was auch immer du wissen willst. Diese ungeklärten Brände der letzten Wochen. Wurde bei mehreren der gleiche Brandbeschleuniger gefunden? Klar, auf petroleumbasierendes Napalm. Mit Polyisobutylen angedickt. Poly was? Firefly. Er ist hier der Schuldige. Dieser Freak. Wie lange hat er sich nicht mehr in Gotham gezeigt? 10 Jahre?
Ich sag dir, jemand muss das Asylum wieder eröffnen. Er ist zurück. Warten Sie hier. Jemand wird Sie abholen und aufs Revier bringen. Na gut, wir haben ihn ja schon gesehen. Gut, damit hätten wir das. Dann hätten wir der nächste... Glaube ich hier irgendwo, ja. So, ich glaube, zwei Stück noch hier. Batman und Ivy arbeiten zusammen. Ich weiß, das klingt komisch, aber die Fledermaus braucht wohl ihre Pflanzen für irgendwas. Vermutlich. So. Haben wir das Dock? Ach genau, den hatten wir, glaube ich, auch. Das war, glaube ich, der erste, den wir hier genommen, uns geschnappt haben, oder? Erst taucht eine Armee aus Gangstern auf, dann wachsen Riesenpflanzen aus dem Boden. Ich dachte, wir hätten heute leichtes Spiel mit Gotham. Ja, genau, das war der erste. Dann können wir den auch streichen. Ist die hinten auf dem Boot, müsste noch irgendwo hier einer sein. Das war knapp. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ach, schön. Oder? Sieh mal einer an. Ja, ich glaube, da haben wir was, wo wir mitarbeiten können. Hilfe! Unterwegs. Du bist irre, weißt du das? Niemand ist hier, um dich zu retten. Sie sind alle weg. Gotham ist verlassen. Die Stadt gehört uns. Leck mich! Was zum Teufel war das? Kampf und Scheiße! Diesmal kommt er nicht davon! Granate! Das denn jetzt? Granate! Sind hier alle hin? Das Ding locker! Bindet ihn! Hey, was ist dir zugestoßen? Dem geht's nicht mehr so gut. Keine Munition mehr. Auf! Er setzt auch ein! Meine Fäuste. Will ich euch erledigen? Er ist da oben. Aufpassen! Ich sehe mal nach meinem Kumpel. Okay, beeil dich. Oh Gott, es hat einen erwischt! So, schön Multi ausgeschaltet. Haben wir, glaube ich, alle auf Bleak Island erledigt. Lass mich nicht zurück! So, gerettet. Nicht das Gegenteil davon. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Batman. Hast du die anderen schon gefunden? Ein paar, aber da draußen sind noch mehr von euch in Gefahr. Ich glaube, die haben Angst vor dir. Gut. Warten Sie hier. Ein Polizist wird Sie aufs Revier bringen. Mein Bruder ist da stationiert. Sergeant McAllister. Hätte nie gedacht, ihn nochmal wiederzusehen. Ist er okay? Er ist okay. Sie werden ihn bald sehen. Danke, Batman. Das meine ich ernst. So, sehr schön. Ich glaube, wenn wir eh schon mal hier sind... Schauen wir vielleicht gerade dann doch nochmal hier bei den
Studios vorbei. Dann doch noch ein bisschen die Hauptmission weiter, aber hey. Hat ja dann doch ganz gut geklappt bisher. Diese Panzer können uns überrollen, habt ihr schon mal gesehen? Dann würde ich aufpassen, dass ihr da nicht drüber läuft. Da wo? Da müssen wir hin. Es fahren noch jede Menge Panzer rum. Naja, ist ja in Ordnung. Kümmern wir uns auch noch irgendwann drum. Wären wir angekommen. Ja? Denk nur an Robin da unten, der sein Leben mit Barbara plant. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein, sie ist so liebenswert. Für meinen Geschmack nur ein klitzekleines bisschen zu tot. Öffnen. Ja, der Joker. Sir, wie werden Sie Marcel Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordons Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Alfred. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. Ja, wir alle, quasi alle außer dir, Batman, ne? Schön, dich zu sehen, Batman. Aber das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Ah, irgendwie schon, denke ich. Kopien, Hochstapler, Scharlatane, allesamt! Ich sage dir, Betz, jetzt weiß ich, wie sich Elvis gefühlt hat. Du weißt schon nach seinem Tod. Wir versuchen, ihr Leben zu retten. Ich beruhige mich nicht. Ich hab genug vor dem Stochern und Stoßen, dem Eingesperrtsein mit den Irren. Du hast kein Recht, mich festzuhalten. Kein Recht! Glauben Sie mir, hier ist es sicherer als da draußen. In ein paar Stunden ist es aus, wenn Sie kooperieren. Lass mich meine Frau anrufen. Bitte. Mein Schatz Judy. Ich fürchte, ohne mich kommt sie nicht klar. Die von dir angeforderten Infos sind hier auf dem Batcomputer. Sieht gar nicht gut aus. Okay, schauen wir mal. Sir, die Langstreckenscanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nicht, Sir. Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobil in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten. Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Ah. Ah gut, wir müssen tatsächlich dann auf den Rücken gleiten. Da bist du ja, Benz. Hast du mich vermisst? Sicher hast du. Kann ich jetzt an Robin herumdoktern? Ich zeig dem Jungen mal, wie man Blut abnimmt.
konntest nicht widerstehen, oder, Batch? Ah, sieh mich an. Der König sah noch nie so gut aus. Oh, ich habe an einem Liedchen gefallen. Nur für dich, Batman. Ich glaube, es wird dir gefallen. Cool. Du, 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 du. Ba, 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 da, ba. Das war, ja. Du hattest Glück, Flederfreak. Diesmal ist der Goliath bereit. Nun gut, schauen wir in der nächsten Folge mal, ob wir dann auf Founders Island ein bisschen was reißen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.